Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 2 mit dem Shadowx. Gut, dann machen wir mal weiter, wo wir aufgehört haben. So, in der Zwischenzeit habe ich auch ein ganz klein wenig was gemacht. Und zwar bin ich durch jede Welt einmal durchgerannt, sodass ich eigentlich von jedem Material mindestens eins hatte. So, zusätzlich habe ich hier selbstverständlich auch in der Welt, die niemals war, einige Berserker kaputt gemacht und andere Viecher, die mir jetzt gerade, glaube ich, perfekt 7 Freudenkristalle gebracht haben. Und ja, damit haben wir alle, die wir quasi für unser Ultima brauchen. So, dann bin ich extra nochmal nach Hollow Bastion, um einfach mal zu schauen, wo ich denn die Luna-Kristalle herbekomme. Und man bekommt die halt von allen möglichen Viechern her, beziehungsweise nicht nach wegen den Luna-Kristallen, sondern wegen den Energiekristallen. Ja, die bekommt man von diesen komischen, blöden Zauberbüchern, die in Hollow Bastion sind. Und ja, davon habe ich jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 6 Stück oder so. Luna-Kristalle habe ich auch einfach mal, ja, überall eigentlich gefunden. So, guck mal da, da haben wir nochmal einen Freudenkristall bekommen und einen Zwielichtkristall. Das ist so ganz nice. Von den Gegnern hier bekommt man es auch. Also, grob gesagt, mir fehlen für Ultima Weapon eigentlich, ja, oder für das Schlüsselschwert Ultima, ja, fast gar nichts mehr. Eigentlich nur noch diese Orealcom Plus-Teile. Also ansonsten haben wir alles, was wir brauchen. Und ich empfehle euch wirklich wärmstens, damit ihr 50, sage ich mal, Arten, sage ich mal, an Splitter, Kristallen, Steinen und so habt. Damit ihr 50 Sorten insgesamt habt, würde ich euch vorschlagen, nochmal durch jede Welt mindestens einmal kurz durchzugehen. Ne? Oder grob einmal kurz durchzugehen, genau. Und ja, dann anschließend jedes Mal bei dem Mogi halt eben gucken. Beziehungsweise, ihr könnt das auch anders machen. Ihr könnt lieber einen Mogli anklicken und dort gucken, was ihr alles gesammelt habt bisher. So, und es müsste eigentlich von so gut wie jeder Sorte immer 4 Sachen geben. Das heißt, es gibt einen Zwielichtsplitter, einen Zwielichtstein, einen Zwielichttropfen und einen Zwielichtkristall. So, und die Sache ist, ne, wenn ihr euch einfach nur daran haltet im Prinzip, ne, und wirklich von jeder Sorte dann auch alle holt, dann habt ihr eigentlich ruckzuck diese 50 Stück, sage ich mal, 50 verschiedenen Materialien zusammen und ja, bekommt dann anschließend auch von dem Mogri ein Orealcom Plus. Sora, Riku! Das könnten ein paar zu viel sein. Zusammen werden wir sie aufhalten. Und überlasst diese Kreaturen uns. Aber wir kommen niemals alleine gegen alle an. Sie knöpfen sich Xemnas vor. Und wer, glaubst du, ist wohl der einfachere Gegner? Wenn du mich so fragst, ich will hier nur weg. Na, dann lauf doch. Na, wenn das nicht König Leichtmatrose ist. Zeit, den Anker zu lichten, Kapitän Carlo. Das sinkende Schiff verlassen kommt nicht in Frage. Sora, Eure Majestät, wenn ich sie alle ausgemerzt habe, soll als Dank dieses Schloss mein sein. Genau, die Gelegenheit, dass einem der König mal was schuldet, muss man beim Schopfe packen. Auf in den Kampf! Beeilen wir uns. Aber sie folgen nur dem Ruf ihres Herzens. Wir dürfen sie nicht abhalten. Super. Die liebe Malefiz und der Carlo helfen uns also auch. Überraschung, Überraschung. So, der Alter ist nichts. So, übrigens habe ich das Orealcom Plus noch nicht vom Mogi abgeholt. Also das werden wir auch zusammen machen. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe hier irgendwas wirklich ohne euch gemacht. Nee, nee, habe ich nicht. So was würde ich niemals tun. Oh, mein Kingdom Hearts. In Trümmern. Jetzt muss ich wieder ganz von vorn anfangen. Krieger des Schlüsselschwerts, rückt aus und bringt mir noch mehr Herzen.
Niemals! Bewohner des Lichts, antwortet mir. Warum hasst ihr die Dunkelheit? Nun, wir hassen sie nicht. Sie ist bloß irgendwie unheimlich. Aber die Welt besteht aus Licht und Schatten. Ohne das eine gibt es das andere nicht. Denn Dunkelheit ist die Hälfte eines Ganzen. Da fragt man sich schon, warum wir uns vor der Dunkelheit fürchten. Wir fürchten uns vor dem, was in ihr lauert. Dann erlaubt mir noch eine Frage. Ihr akzeptiert die Dunkelheit, lebt aber im Licht. Warum verabscheut ihr uns, die wir an der Grenze des Nichts taumeln? Uns, die von Licht und Schatten abgewiesen wurden, ohne die Wahl gehabt zu haben. Ganz einfach. Weil ihr Chaos in unsere Welten bringt. Mag ja sein. Aber sagt, gab es denn je für uns einen anderen Weg? Jetzt hör aber auf! Ihr seid niemande, ihr existiert gar nicht. Wozu also Trauer heucheln? Sehr gut. Dir entgeht aber auch nichts. Ich empfinde keine Trauer. Egal, welches Leid der Welt widerfährt. Egal, was ihr denkt, was ihr fühlt oder wie ihr vergeht. Leute! Oh, Xemlas will ein Duell mit uns haben. Okay, alles klar. Können wir gerne machen. Oh, und weg ist er auch schon. So, jetzt haben wir um uns solche drei super tollen Kristalle. Dann müssen wir zum Tower gehen und hier folgt dann etwas Kleines. Wo wir wieder mal ein bisschen was drücken müssen. Im passenden Moment. So, Initiative, das war es eigentlich auch schon, was wir machen mussten. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch zu ihm hinlaufen und die nötige Schläge kassieren, die wir auch verdienen. Tja, und wir hauen natürlich ab und zu auch mal zu. Wie soll es auch anders sein? Wir können es ja nicht die ganze Zeit hauen lassen. So, und das wird, glaube ich, ein ziemlich einfacher Kampf werden. Hm? Ja, komm, mach was. Oder ich mache auch mal was hier. So, das hat bestimmt Schaden gemacht. Super. Oh. Allerdings haben wir nicht alles abgewehrt, leider. Überhaupt nicht alles. So, der haut uns hier übelst eine rein, aber hey. Macht nichts. Wir hauen ihm auch eine rein. Zwar immer ein bisschen langsamer, aber trotzdem machen wir es. So, dann einmal eine Heilung. So. Jetzt macht er wieder den Blödsinn. So, keine Ahnung, was ihm das eigentlich bringt. Vor Magie vielleicht schütze ich das, aber ansonsten wüsste ich auch nicht, was das bringen sollte. Hier, ich sollte mal meinen Reflektor mal ein paar Momente hier verwenden, ey. Wenn er uns die Luft kickt, ist immer super. Da können wir immer unsere Aufwärtsschlitzerfähigkeit machen, diese hier. Das ist schon sehr praktisch auf jeden Fall. Wo kommen wir gerade sowieso irgendwie? Fass mich an den Rand. Oh, doch jetzt. So, jetzt gleich können wir wenigstens unseren Reflektor wieder nutzen. Das ist ja schon mal aus. So, machen wir mal kurz Mega-Potion. So, war jetzt vielleicht ein bisschen Energieverschwendung oder ja, Itemverschwendung, aber nicht so wichtig. Hey, habt ihr doch eigentlich übelst einen reingehauen. Wie kannst du einfach weitermachen mit deinen Attacken? Oh, da konnten wir ihn gut unterbrechen. Ah, okay, das Ding. Gut, dann gehen wir einfach mal wieder zum Tower. Und Duell. So,
So, ich frage mich, ob ich gerade irgendwas falsch gemacht habe. Ich hoffe einfach mal nicht. So, da steht Initiative. So, habe ich vorhin genauso gemacht. So. Er haut uns nicht, dafür hauen wir ihn aber auch nicht. Ich weiß nicht, ob das normal ist oder ob man das halt auch besser lösen kann. Naja, Schutz, du mich auch. Ich gebe dir mal Schutz hier. Bam. Was hast du davon? Hallo. Komm schon. Nein, Reflektor, nutzen doch, nutzen doch. Ah, immerhin ein bisschen was können wir zurückhauen. Ja, lass mir einmal mal eine kurze Kombo an dir machen. Dann kann ich zwei Abschlussangriffe gleichzeitig machen. Komm schon. Lass mich doch einfach. Er lässt mich einfach nicht. Das ist echt verflixt und zugenäht. So, ich will gar nicht so viel kassieren, aber ich tue es jetzt gerade einfach. Maximum AP, beziehungsweise Maximum MP wurde erhöht. Das ist auch schon ja, ganz okay, obwohl der MP-Balken echt klein aussieht. Für meinen Geschmack. Sora, antworte! Alles in Ordnung? Wo ist Xandas? Höre mich, Kingdom Hearts. Wir müssen wieder von vorn beginnen. Aber sei versichert. Ich werde dir so viele Herzen wie nötig darbringen. Wisse, du brauchst mich und ich dich. Nur so sind wir vollkommen. Erhöre mich, Kingdom Hearts. Verleih mir deine Macht, damit wir vollständig werden. Die Macht, die Narren auszulöschen, die uns daran hindern. Xandas, nein! Herzen erbeben vor Hass. Xandas, nicht! Herzen lodern vor Wut. Herzen zerfressen von Neid. Dieser Narr Anzem sagte, das wahre Wesen des Herzens entziehe sich seinem Verständnis, aber nicht meinem. Herzen sind der Quell aller Macht. Xandas, willst du dich vor uns verstecken? Wir dürfen ihn auf keinen Fall entkommen lassen. Seht doch nur! Was geschieht nur? Kingdom Hearts! Kommt! Xemnas muss da drin sein. Die Welten haben uns diese Tür geschickt. Sie legen ihr Schicksal in unsere Hände. Wenn wir da durchgehen, gibt es kein Zurück. Nur Sieg oder Untergang. Und Sora, bist du bereit? Geheimer Anzim-Bericht 13. Ach so, ja, okay, dann haben wir halt noch einen Anzim-Bericht. Dann gibt es halt eben 13. Alle Einträge in Jiminis Tagebuch wurden freigeschaltet. Enträtsel alle Einträge mit Fragezeichen, um das Tagebuch zu komplettieren. Ja, wenn man das wollen würde, kann man das natürlich jetzt machen. So, schon mal gut. Das ist jetzt hier der letzte Ruheort, an dem wir hier sind. So, jetzt haben wir allerdings noch was zu tun. Und zwar, ja, für die Uri-Halkum Plus-Teile, die wir noch brauchen, müssten wir noch einmal zur Arena des Olymp
Dort gibt es dann nämlich noch einen Cup, den wir machen müssen. Ich weiß allerdings nicht, ob der oben oder unten ist. Ich glaube, man kann hier sowieso nur unten Cups machen, Kinema 2. Also sind wir hier wahrscheinlich richtig. So, und dann müssen wir mal gucken, wie schwierig das Ganze auch ist. So, da hier, der Titan-Cup. Oh, das ist gar nicht der Cup, den ich machen muss. Da gibt es noch einen danach. Aber gut, das ist vielleicht... Egal, da machen wir halt erstmal den Titan-Cup. Sora muss alleine kämpfen. Du kannst in diesem Turnier alle alleine Freunde herbeirufen. Okay, alles klar. Gut, weiß ich Bescheid. Machen wir mal weiter. So, so unmittelbar vor Spielesende. Genau, machen wir noch hier den letzten Kram. So, und ja. Da sind aber noch ein paar coole Sachen dabei, die wir jetzt noch machen werden. Ja, eigentlich zählen eigentlich schon die Cups hier dazu, muss man sagen. Allerdings gibt es ja noch den Super-Duper-Boss hier in Neon Kingdom 2, den wir auch zusammen erledigen werden. So, und ja, der ist schon... Ja, okay. Also schwer ist er jetzt nicht unbedingt, ne? Nicht wirklich. Aber ja, interessant ist der Fight dennoch. Einfach nur, weil der Gegner so viel HP hat. Das ist einfach nur krank. So, jetzt gehen mir die Gegner hier aber wirklich ein bisschen auf den Senkel, ja? Alter. Das nervt hier gerade, richtig. So, mach mal keinen Scheiß jetzt hier. Mensch. Ich brauche hier gerade 10 Jahre für diesen Fight. Das geht mir gerade ein bisschen gegen den Strich. So, ich heile mich jetzt einfach mal. Eiskalt. Ja. Ah, oh, endlich kommt er raus. Huhuhu. Leute von heute. Ich wittere hier frische Beute. So, jetzt kriegt man oben voll auf den Kopf. Oh, Berserker. So, gut, dann nehmen wir die Gegner einfach mal hier einmal kurz zur Hand. Unter unsere Fittiche, verprügeln die ein bisschen und dann ist alles tutti futti. Oh Gott, Messe. Eine Sache muss ich euch aber allerdings noch sagen. Das ist mir noch gar nicht eingefallen. Und zwar... Ja, das... Genau das. Wie wir auf die Fresse kriegen. Und zwar, es geht jetzt einfach nur gerade pauschal für mich darum... Euch zu erzählen, dass meine Fresse dieser Gegner endlich mal sterben soll. Hier, wir haben eine Ability bekommen, nennt sich Abschlussangriff Plus. So, dadurch kann man einen zusätzlichen Abschlussangriff machen. Und zwar zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ja, klasse. Ich mache jetzt einfach mal einen Abschlussangriff, so, indem ich hier ganz normal eine Combo mache. So, eigentlich meine ich es nicht. Ja, einfach reingekackt. So, dafür müssen wir auf dem Boden sein, um diesen Magieangriff zu machen. So. Nachdem wir diese Magie, nachdem wir die Explosion quasi getriggert haben, müssen wir einmal Viereck drücken und dann machen wir auch noch diesen Sprung hinterher. Also schon ganz nice. Genauso habe ich euch jetzt mal demonstriert. Ist ganz nice, auf jeden Fall. So kann man ordentlich Schaden ballern. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob ich bei den Abilities auch Combo Minus einmal equipped habe. Das wollte ich nämlich einfach mal testweise ausprobieren. Ich weiß aber auch noch gar nicht, ob ich überhaupt dazu gekommen bin. Man munkelt, man munkelt. Ich glaube zwar schon, aber sicher bin ich mir jetzt auch nicht so ganz. So, ich glaube schon, dass es was bringt, wenn ich viel schneller einen Abschlussangriff mache. Besonders, wenn ich dann zwei machen kann. Das ist halt umso besser. So. Hier, da kann ich mich auf jeden Fall eigentlich gegen schützen. Hier mit diesem Reflektor. So, ist aber auch nur noch der hier da. Von daher alles Bingo. So, wer ist jetzt wohl am Ende dran? Ich glaube, das stand in der Beschreibung des Cups, aber ich habe sie mir, glaube ich, nicht ganz durchgelesen, oder doch? Wahrscheinlich habe ich sie ja vorgelesen, kann mich nicht dran erinnern. Ja, ja, so einer bin ich. Oh, irgendwas ist jetzt komisch. Weiß nicht was. Du, komm raus aus dem Boden. Huhu, erledigt. So, jetzt, glaube ich, kommt das Halbfinale. Zuckersüße Gegner haben wir hier schon mal. So. Ist eigentlich eine böse Truppe, muss man schon sagen. Also schon welche knackigen Gegner auf jeden Fall. Mit knackig meine ich eigentlich nur, dass sie extrem nervig sind. Zum Glück verlieren wir hier kaum Schaden. Leben. Wir kriegen kaum Schaden, meine ich eigentlich. So. Ach so, sind meine Dings vorbei oder was? Habe ich keine Punkte mehr? Oh lol. Da habe ich jetzt gerade gar nicht drauf geachtet. Okay. Neuer Versuch. Was war nochmal die Bedingung? Ach so, diese 500 Punkte dürfen nicht alle sein. Ah ja, okay. Ja, Scheißendreck aber auch, meine Lieben. Ich habe da jetzt überhaupt nicht drauf geachtet. Ah, sorry.
bin... gerade wahrscheinlich ein bisschen deppert. So, jetzt nur noch diese blöden Kackbücher. Hallo? Doppelte Punkte einheimsen. Naja, da haben wir sie mit einem Reflektor einfach weggeballert. So kann es manchmal laufen. Nicht immer so. So, oha. Ich sehe es gerade. Wir haben 458 Punkte. So. Kriegen wir überhaupt Punkte wieder? Gar nicht, ne? Die sind da einmal verbraucht, sind sie verbraucht. Also dürfen wir uns nicht so oft hitten lassen, sonst verkacken wir den Cup, so wie gerade eben. So. Und hier bekommen wir einfach mal lockig-flockig pro Hit einfach zwei Abzüge. So, und ich habe natürlich im falschen Moment wieder getriggert, deswegen bekomme ich auch nur wieder auf die Fresse. Hurra. Komm hier, ich bekämpfe dich mit deinen eigenen Mitteln. So, batsch, batsch, babli, batsch. Und natürlich treffen wir ihn nicht. Macht aber auch nichts. Geben wir den so, die letzten Feinschliff. Oh, das war effektiv, glaube ich. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, dieses Mal stellen wir uns ein klein wenig besser an. So, Runde 5. Man sollte den Tag nicht von Arm loben, ne? Wisst ihr, wie es heißt? Ja, und da kommt schon das erste Ärgernis hier. Krass, was der Reflektor alles machen kann. Beziehungsweise der Reflektzauber. Ich glaube, ich sage ganz halt Reflektor zum Reflektzauber. Das ist auch fatal. Zum Schmu zu erzählen. Komm schon. Komm schon. Mach keinen Scheiß jetzt. Oh, oh mein Gott. Wie konnte das Ding mich gerade nicht treffen? Ich glaube, das Ding ist auf einen Stein gelandet und der Stein ist genau in dem Moment despawned und deswegen habe ich gerade, glaube ich, gar keinen Schaden gekriegt. Ich glaube, das war gerade so eine richtig freakige Situation. Na, gucken wir mal. Oh, ich glaube, ich habe es geschafft. Ja, da habe ich schnell genug reagiert. Muss auch mal sein. Kann ja nicht die ganze Zeit nur reinkacken. Herkommen. Krass, können wir eigentlich einfach einen Abschlussangriff machen, wenn wir gerade Magie gewirkt haben? Das geht so. Ich habe einfach herkommen. Einfach X gerückt und dann zack, ging es los. Habe ich wieder verkackt? Nein, kann nicht sein. Sah gerade irgendwie so aus. Huch, der Dicke ist hier noch da. So, was machen wir gegen den hier? Einfach mal einen dicken Hit geben. Ja. Boah, wunderbar. Wer kommt denn jetzt hier dran? Herkules. Jetzt, ich will es nicht riskieren. Ich will mal was probieren. Wie funktioniert der genau jetzt hier? Okay, das geht schon mal nicht. Aua. Ich hau einfach mal drauf und guck einfach, was passiert. Durch pures Draufhauen einfach nur. Oh. Oh, klasse. Wenn wir den Scheiß einfach so durchspammen können und nichts passieren. Das ist gut zu sehen. Ich spring einfach nur ganz nett rum und hau drauf. Bam, badam, badam, bam, bam. Ach, ist das schön. Na toll. In dem Moment, wo es drauf ankommt, klappt es nicht. Das ist doch mal lächerlich.
Ja, aber egal, unsere Punkte sehen noch stabil aus. Noch zumindest. Okay, der wird jetzt verbreakern. Ich habe einfach so ein Bad Timing. Ich sollte aufhören, die Sachen immer zu spammen, ey. So, lächerlich. Vorbei jetzt hier. Jetzt mach doch endlich Abschluss. Boah, ich kann ausrasten gerade. Was ist schon wieder los hier? Ey, mit so einem Fitzel HP überlebt er die ganze Zeit. So, Genji-Schild. Ein Schild mit sehr großer Angriffskraft erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass besiegte Gegner das Item hinterlassen. Oh, das ist ja noch mal geil. Fürs Sammeln einfach nur alleine. Oh, das ist wirklich sehr schön. Joa, ne, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso ist Auron in meiner Truppe? Auron, hau ab. Ist nichts zu suchen. So, jetzt gucke ich nochmal eben was. Und zwar, ob ich Combo Minus tatsächlich auch equipped habe. Ne, habe ich nicht. Ich mache das einfach mal testweise. So, und hier ist Abschlussangriff Plus. Das ist das, was ich meinte. Ne, so, ihr da hinten, seid ihr gut bedient? So, das sind alle meine Formen. Auron, naja, du mich auch. Wieso hat Auron gar nichts equipped eigentlich gerade gehabt? Das sieht irgendwie komisch aus. Naja, egal, macht nichts. So, jetzt wollen wir mal gucken, ist der andere Captain eigentlich schon da? Achso, man kann ab Runde 10 und so einen Kram beginnen, okay. So, dann frage ich mich, wie schaltet man denn die anderen Sachen dann bitte schön frei? Hier fehlt mir doch ein Cup. Ach so, ich glaube, das war der Cup, den wir bei Hades selbst oben machen konnten. Ja, hier seht ihr, hier fehlt eine Trophäe. Ich glaube, da muss man wirklich zu Hades Gemach. Aber zunächst einmal wollen wir an dieser Stelle erstmal ein kleines Boys gemacht, meine lieben Freunde. Daher sage ich aber mal, bis zum nächsten Mal, haut da rein, Shadows out. Falls euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mehr da gerne... Like, lasst einen Kommentar, Abo, würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal und ciao! Bam! Explosion. Oh, die Maus ist jetzt im Bildschirm gewesen. Oh, nein.